Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen jetzt in der Folge unsere Pilgergruppen, die schon eingetroffen sind. Wir freuen uns über die Passionsspielgemeinde Dorfstetten, die unübersehbar in einer großen Schar bereits bei uns ist. Das ist eine besondere Applaus wert. 60 Teilnehmer der Passionsspielgemeinde, Nachbargemeinde Dorfstetten, das ist ein besonderer Applaus wert. Herzlichen Gruß an die Dorfstettner!
der Fürst des Friedens ist, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wenn man durch diese wunderschöne Landschaft Niederösterreichs entlang der Donau dann herauffährt in den Strudengau, überrascht ist, dass man dann in Oberösterreich landet, hier in Waldhausen. Wenn man dann diese riesige Stiftsbasilika hier betritt in Waldhausen, versteckt es einem schon den anderen. Denn vor Generationen wurde dieses Haus zur Ehre Gottes, des Dreifaltigen, gebaut und zur Ehre der Gottesmutter Maria, die uns auf dem Altarbild begrüßt und die in den Himmel aufgenommen ist. Und als Königin des Friedens über Jahrhunderte und Jahrtausende für das Volk Gottes Fürbitte geleistet hat. Wir sind heute hier versammelt und da versteckt es einen noch mehr den Atem in einer vollen Stiftskirche. So viele sind hergekommen zu dieser Friedensfeier. Viele Priester, viele Gläubige. Und am schönsten ist, dass so viele junge Leute unter uns sind, die hier mitfeiern. Das ist großartig. Ihr armen Leute am Radio und Radio Maria, Österreich und Südtirol, denn ich arm seid ihr nicht deshalb, weil ihr jetzt nur zuhören könnt, sondern weil ihr nicht sehen könnt, wie schön es ist. Aber ich rede deshalb so, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie wunderschön das ist. Und ich lade euch alle ein, ihr seid ja Zehntausende, die jetzt zuhören, dass ihr genauso mitfeiert wie wir in der Stiftsbasilika in Waldhausen. Es geht wirklich um viel, denn wir sind in einer verrückten Welt. Alles ist draußen sehr idyllisch für uns, aber in der Welt ist vieles nicht mehr idyllisch. Wir brauchen das Gebet und den Frieden. Wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir schaffen es nur, wenn Gott uns liebt. Sonst gibt es kein Schaffen. Ein menschliches Schaffen, das schafft immer nur drüber. Wir sind hier jetzt, weil wir Gottes Hilfe vertrauen, der den Frieden will. Ehre sei Gott in der Höhe, darum geht es jetzt. Damit auch Frieden auf Erden den Menschen sein. Ich bitte euch, treten wir mit einem frommen, mit einem demütigen Herzen ein in diese Feier. Schlagen wir uns an die Brust, denn da beginnt der Friede, dass ich selber meine Sünde eingestehe, dass ich sie vor Gott und die Schwestern und Brüder hinhalte, dass ich die Fürbitte der Engel und Heiligen anrufe. Den Frieden können wir selbst erhalten, wenn wir bereit sind, uns der Vergebung Gottes, der liebevollen Barmherzigkeit auszusetzen. Das tun wir jetzt, indem wir gemeinsam das Schuldbekenntnis sprechen. Thank you.
Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen? Oder wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Berechnungen der Sterblichen und hinfällig unsere Gedanken. Denn der vergängliche Leib beschwert die Seele und das irdische Zelt belastet den um vieles besorgten Geist. Wir erwarten kaum, was auf der Erde vorgeht und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand liegt. Wer kann dann ergründen, was im Himmel ist? Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? So wurden die Pfade der Erdenbewohner gerade gemacht und die Menschen lernten, was dir gefällt. Durch die Weisheit wurden sie gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als viele Menschen Jesus begleiteten, wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Liebe hochwürdige Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienstamt, und ich grüße auch, weil ich Studenten von mir gesehen habe, liebe zukünftige Mitbrüder im priesterlichen Dienstamt, ich grüße alle, die diese Feier vorbereitet haben, ich grüße alle Friedenswallfahrer, ich grüße die Schwestern und Brüder, die hier sind, die jungen Leute, die bis oben auf die Balustraden hier sitzen in Waldhausen und vor allem dann auch die vielen, die jetzt über Radio Maria mit uns verbunden sind. Wir sind hier in Waldhausen versammelt, weil es eine Verleihung von Friedensrosen gibt. Die drei Friedensrosen und die Leine der Anerkennungspreis sind hier im Altarraum bereits aufgestellt. Ich grüße auch ganz herzlich die lieben geistlichen Schwestern von der Familie Mariens, die ich vergessen habe und die hier so lieb vor mir sitzen. Ganz herzliches Willkommen an alle geistlichen Schwestern und an alle zukünftigen geistlichen Schwestern. Diese Friedensrosen glänzen schon im Altarraum. Pater Paul Maria Siegel, dann Elisabeth Rötzer. Der Anerkennungspreis geht an die Passionsgemeinschaft Dorfstetten. Und ich darf auch so eine Friedensrose bekommen. Wie ich das gehört habe, habe ich Gewissenserforschung gemacht. Pater Karl, wie kommst denn du dazu? Du hast ja nun nichts Gescheites in deinem Leben gemacht, außer dass du Mönch bist und viel darüber redest. Liebe Schwestern und Brüder, der Friede ist eine große Sehnsucht aller Menschen. Zunächst darf ich sein zu begreifen, was biblisch Friede heißt, denn das Wort Friede auf Hebräisch Shalom ist zutiefst mit Christus verbunden. Als Christus geboren wird, öffnen sich auf den Hirtenfeldern von Bethlehem der Himmel und die Engel verkünden: Ehre sei Gott in der Höhe. Gloria in excelsis Deo. Et pax in terra hominibus. Und Frieden auf Erden den Menschen seiner Gnade. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Reichen wir einander unsere Hände als Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Thank you.
bei der priesterlichen Gemeinschaft sehr herzlich für die festliche Gestaltung unserer Friedensmesse. Auch dem Jugendchor Rechberg gilt ein herzliches Dankeschön mit einem kräftigen Applaus. Diözesanbischof Dr. Dr. Klaus Küng und Herrn Dr. Brunthaler sowie den Preisträgern der Friedensrose, Frau Elisabeth Rützer, vertreten heute durch das Ehepaar Kastner, Herrn Pater Paul Maria Siegel, Herrn Pater Dr. Karl Wallner und der Passionsspielegemeinschaft Dorfstetten. Frau Rützer trägt durch ihren Einsatz dazu bei, den Krieg gegen die eigene Nachkommenschaft zu beenden. Ich darf nun unseren Herrn Bischof, Herrn Dr. Dr. Klaus Küng bitten und die Familie Kastner. Unser nächster Preisträger in der Kategorie Ausland ist Herr Pater Paul Maria Siegel. Wir kommen nun zur nächsten Kategorie Inland. Und um in den Worten von Dr. Pater Karl Wallner zu bleiben, jetzt werden wir über das Gescheite reden, was Pater Karl Wallner gemacht hat. Viele Publikationen stammen von ihm. Durch seinen Einsatz für Kirche in Not und für das päpstliche Missionswerk in Österreich sowie seinen Aufruf und das Gebet für den Frieden in diesen turbulenten Zeiten ist er ein engagierter Unterstützer der Friedensarbeit. Herr Dr. Karl Wallner und Exzellenz, darf ich wieder bitten, nach vorne zu kommen. Nun kommen wir zum Anerkennungspreis für die Gruppe der Passionsspielegemeinschaft Dorfstetten. Ich darf nun den Obmann, Herrn Stefan Radinger, bitten,
nach vorne zu kommen zur Überreichung der Friedensrose. Und seine Exzellenz wieder bitten, die Friedensrose zu bekommen. Ja, ich und wir freuen uns riesig über diesen Anerkennungspreis. Und als kleines Dankeschön wollen wir einen kleinen künstlerischen Beitrag leisten. Ja, vor diesem schon her. Bei jeder heiligen Messe
wurde auch heute uns der Wunsch, geht hin in Frieden mitgegeben. Gehen wir mit dem Frieden im Herzen hinaus und bringen wir auch anderen Menschen den Frieden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und den Hörerinnen und Hörern von Radio Maria noch einen schönen Sonntagnachmittag. Zum Abschluss möchte ich erinnern, vor der Stiftskirche hier draußen in Waldhausen steht die große Friedensrose. Die Blüte symbolisiert Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er hat auch vor 2000 Jahren den Aposteln und somit uns ein Gebet gegeben. Und das Gebet ist der Vater unser. Und dieser Jesus, dieser Friedensfürst, hat auch eine Mutter. Und wir haben heute eben auch durch Pater Paul Maria Siegel und die Frau aller Völker, die Maria als Friedenspreisträgerin, und diese Mutter Jesu hat uns auch ein Gebet gegeben, eben in Amsterdam. Und beide Gebete sind Gebete für unsere Zeit. Und ich habe vor 100 Tagen diesen Gebetsaufruf gestartet, das Gebet von Jesus, der Vater unser, und das Gebet von der Maria, Frau aller Völker. Und wenn Sie heute dann nach draußen gehen und bevor Sie nach Hause gehen, gehen Sie auf den Infotisch. Am Infotisch können Sie hier eine Karte nehmen, dort ist dieser Gebetsaufruf draußen, und nehmen Sie es mit nach Hause, dann ist der 15.000. Aufruf unterwegs. Dankeschön. Exzellenz, liebe Festgäste, liebe Preisträger, liebe Herr Dr. Abfalter, liebe festliche Gemeinde, zum Schluss habe ich die ehrenvolle Aufgabe, euch allen ganz, ganz herzlich zu danken. Auch wenn diese Feier jetzt schon in die Zeit gekommen ist, trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank allen, die einen Beitrag dazu geleistet haben. Ich möchte euch jetzt anschließend einladen, dass nicht nur für die Seele, sondern auch für den Leib etwas getan wird. Außer haben fleißige Hände das vorbereitet. Und es ist auch die Möglichkeit, dass wir einander noch in einer kurzen Zeit in einem Gespräch begegnen. Allen, die diese Veranstaltung über Radio Maria gehört haben, möchte ich von hier aus nochmals herzlich grüßen. Es sind so viele gute Gedanken über den Frieden gesprochen worden. Roger Schütz, der Prior von Tessé, hat immer wieder gesagt, den Jugendlichen, wenn ihr einen Satz der Schrift kapiert habt, dann lebt diesen einen Satz. Und wenn wir das tun, dann werden wir zu wahren Botschaftern des Friedens. Ich möchte mit einem Gedanken noch abschließen. Eine Schule hat das in einem ganz klaren Satz geprägt, dass eigentlich Friede ist, von hier, von dort, von anderswo, egal, ich mag dich sowieso. Genau das ist es, was hier angesprochen wurde, was nicht vom Herzen kommt, wird auch nicht zum Herzen gehen. Und deswegen ist unser Aufruf, dass wir diese Herzensbotschaft zu unserer Friedensbotschaft machen. Werden wir alle diese Botschafter des Friedens, das wünsche ich euch allen mit herzlichen Dank.